So, Freunde, wie versprochen oder angedroht, machen wir jetzt wieder mal ein verbotenes Video. Wir schauen auf der einen Seite tiefer in die kommenden Jahreszeiten hinein, blicken aber auch mal kurz zurück. Grüße Sie und grüße euch. Für all die, die das Wetter nur für 3 oder 5 Tage haben möchten oder informiert werden wollen, wie es jetzt eben aussieht und gar nicht so weit blicken wollen, für die ist das Video nichts. Da bitte ich einfach wegzuklicken und bitte um das Verständnis, dass wir dieses Video trotzdem machen, weil es viele gibt, die sich dafür interessieren. Und es gibt auch interessante Aspekte über dieses Jahr 2021. Immer wieder sprechen wir in den Videos von einer sogenannten Omega-Lage. Da habe ich mal diese Skizze gebaut. Eine Omega-Lage ist vereinfacht gesagt dieses Omega aus dem griechischen Alphabet mit einem kräftigen Hoch. Auf der Ostseite geht die kalte Luft nach Südwesten bzw. Süden, auf der Westseite nach Norden bzw. Nordosten. Und meist wird das flankiert noch von Tiefs links und rechts. Und diese Omega-Struktur hat den Teufel sozusagen im Detail. Wenn wir auf der kalten Seite liegen, können mit die kältesten Luftmassen zu uns kommen, die überhaupt da sind, und die kälteste Wetterlage, kommen wir auf die warme Seite, vor allen Dingen im Sommer, gibt es damit die höchsten Temperaturen, die möglich sind. Und das besagt zum Beispiel eine Bauernregel für den Juni. Wie sich die Juni-Hitze bestellt oder stellt, stellt sich auch die Dezember-Kälte. Soll heißen, wenn wir eine solche Lage im Juni haben, bringt die im Juni eben Hitze und im Dezember Kälte. Schauen wir mal an, was es in diesem Jahr schon gegeben hat an Omega-ähnlichen Strukturen und Omega-Lagen, und starten mit dem 15. Januar. Sehr schön, flankiert hier von 2 Tiefs. Wir lagen auf der kalten Seite und es war winterlich. Gut einen Monat später, sehr legendär im Februar, wo wir die extreme Kälte hatten und vor allen Dingen die Rekordschneefälle, kam aus dieser Omega-Struktur, wo die Kälte bei uns dann eingeklemmt war. Und was war noch am 13. Februar? Es war der kälteste Tag des Jahres. Hier mit einer Mitteltemperatur von unter minus 8 Grad. Ging dann auch schnell wieder weg. Diese Struktur zog weg, wir kamen auf die milde Seite und entsprechend wechselte das ins andere Extrem, wo wir die höchsten Temperaturen hatten, die um diese Jahreszeit überhaupt möglich sind. Es ist ein und dieselbe Struktur gewesen, nur eben lag das Ganze ein bisschen anders. Im März zog das wieder zurück, dann streifte uns im Nordosten die kalte Luft, kam am 18. März nochmal zurück, da waren wir wieder auf der kalten Seite und dann wurde der kalte April damit eingeleitet, wo wir auch diese Struktur hatten und wieder mit die kältesten Tage, die überhaupt möglich sind aufgrund dieser Wetterlage. Im Juni startete dann eine satte Omega-Lage und leitete den sehr warmen bis heißen Juni ein, flankiert von den Tiefs im Westen und im Osten. Und wenn wir uns die Schattierungen anschauen, dann sehen wir hier auch ein untergrabenes Hoch, das sorgte für die Schauer und Gewitter und die Unwettergefahr. Baute sich richtig kräftig auf am 18. Juni. Da zog das Hoch mit seinem Kern dann Richtung Baltikum und wir kamen auf die warme Seite und tada! Aus dieser Wetterlage heraus hatten wir den heißesten Tag des Jahres am 18. Juni. Das heißt, diese Wetterlage bringt eben diese Extreme und das innerhalb kürzester Zeit. Das hat eben mit der Großwetterlage zu tun. Und wir werden gleich prüfen, ob die noch weiter Bestand haben wird. Am 3. Juli wieder die Omega-Lage, am 24. Juli ähnlich. Am 26. August waren wir wieder auf der kalten Seite und Ende August auch. Das Hoch ist sehr ausgeprägt gewesen. Und mit was haben wir es momentan zu tun? Ich habe noch was anderes, bevor wir in den September gehen. Wenn wir die Omega-Lage umdrehen, wir haben ja 2 Monate gehabt, die ziemlich wechselhaft und kühl waren, der Mai. Da habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. Es ist ein Trog mit der umgedrehten Omega-Lage. Wir hatten hier diesen Kaltluftsack, mit dem wir es im Mai zu tun hatten. Und ich lasse diese Struktur jetzt mal 1:1 hier stehen und lege den 4. August drüber. Deshalb sind die Wetterlagen immer so stabil. Jetzt kommen wir in den September. Momentan haben wir es eben mit dieser warmen Strömung zu tun. Da sind wir auf der warmen Seite der Omega-Lage. Und schaut man sich die gemittelten Wetterkarten an, sind wir Mitte des Monats entweder unter dem Omega-Hoch oder wieder auf der kälteren Seite. Und drum ist es für mich wichtig, der September, es ist jetzt in dem Fall fast egal, welche Mitteltemperatur die erste Hälfte haben wird, die Wetterlage ist entscheidend. Und die Wetterlage hat sich von den Strukturen her verglichen mit den letzten Monaten überhaupt nicht geändert, sondern macht einen Haken dran, das geht so weiter. Und wenn wir das amerikanische GFS-Modell noch weiterführen, sind wir am 7. Oktober immer noch oder schon wieder in solch einer Omega-Lage. Und jetzt beginnen wir mit dem verbotenen Teil und schauen die CFS-Modelle an.
die viermal am Tag gerechnet werden, bis zu 9 Monate im Voraus. Man darf das nicht 1:1 nehmen und ummünzen und sagen, so wird das Wetter, aber wir können Wetterlagen rauslesen, ob die sich wiederholen. Und starten jetzt einmal, da gab es einige, aber mit einer ganz krassen Lage für den 10. Januar erst, von Lauf 1 mit dem Omega hoch und wir wären auf der extrem kalten Seite mit Temperaturen von minus 15 bis minus 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Übrigens, was ich so alles durchgeklickt habe, die Winter sind total wechselhaft. Da ist nichts Beständiges dabei. Da kommt eine Westlage, da kommt eine Südwestlage mal kurz, dann wieder eine Nordlage, ein Trog, aber zwischendurch eben die Omega-Lage, die am 24. Januar wiederkommen soll mit einem Streifschuss. Um diese Jahreszeit, Dezember, Januar, ist es gar nicht so wichtig, dass die volle Kälte kommt in 1500 Meter Höhe. Wichtig ist, was am Boden passiert und da wäre es kälter, als es hier auf dieser Karte angezeigt wird. Am 17. Februar hätten wir wieder eine absolut klassische Omega-Lage. Flankiert tief und bodennah käme die kalte Luft eben zu uns gezogen. Auch hier in 1500 Meter Höhe nicht so kalt, bodennah mit Ostwind wäre aber dann die Kälte da. Und am 4. März würde sich die Wetterlage auch nochmal wiederholen. Ist mir übrigens bei mehreren Läufen aufgefallen, dass die Omega-Lagen dann gerne ab Februar und in den März hinein wiederkommen mit einer Zunge an Polarluft. Springen wir auf den nächsten Lauf, Lauf 2. Sehr auffällig von der Struktur her, das Hoch genau so wieder flankiert, tief, würde schon am 13. Oktober losgehen. Und der nächste markante Lauf wäre dann am 30. Dezember, beziehungsweise die Modellberechnung mit kalter Luft, die dann nach Weihnachten und zum Jahreswechsel zu uns kommen würde, bedingt eben durch die Omega-Lage. Dann wäre im Januar Schluss und im Februar käme das Ganze wieder. Diese Lage ähnelt übrigens sehr dem, was wir in diesem Jahr am 13. Februar gehabt haben, nämlich mit einem Monstertief draußen auf dem Atlantik, das so gegen den Kontinent drückt und das hoch wegschubsen will. Bodennah wäre aber die kalte Luft da und es wäre definitiv winterlich. Gehen wir weiter. Wo gehen wir denn hin? Zack. Jetzt. Am 7. März. Omega-Lage verlagert sich so ein bisschen raus auf den Atlantik und wir wären schon wieder am kalten Fuß mit extrem eisigen Temperaturen für die erste Märzdekade von minus 15, 16 Grad in 1500 Meter Höhe. Wie eben schon erwähnt, im Februar und März wird es gern und oft mal berechnet. Springen wir in Lauf 3 rein. Da haben wir wieder ein ausgeprägtes Omega-Hoch. Anfang Oktober über dem Nordmeer und der Nordsee liegen. Wir wären auf der relativ kalten Seite. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe schenken wir uns jetzt hier noch im relativ zeitigen Herbst. Das ist noch nicht so wichtig und gehen in den Januar. Da ist schon wieder die ähnliche Wetterlage da, wie wir es eben am 13. Februar gesehen haben, auch diesen Jahres. Das Monstertief auf dem Atlantik, das richtig Druck macht, aber auf der anderen Seite haben wir eben bodennah die kalte Luft, wäre eine Grenzwetterlage und schon wieder identisch mit der Lage, die wir dieses Jahr Mitte Februar hatten. Am 16. Februar, jetzt sind wir wieder im Februar, baut sich das Ganze von der Struktur wieder auf. Übrigens, gerade für Oktober gesehen, jetzt wieder und von Nordosten käme die eiskalte Luft herangezogen, teilweise mit Schnee. 2. März, gleiche Wetterlage wieder, der Fuß der Kälte, der von Osten reinkommt, mit stark winterlichen Allüren. Und wir springen zum letzten Lauf, Lauf 4. Auf dem Atlantik draußen haben wir das Hoch. Bei uns käme dann eben der Winter schon herangezogen, vor allen Dingen oberhalb von 200 Meter Höhe. Am 26. Dezember Weihnachten kräftiges, kaltes Omega-Hoch bei uns mit Polarluft, im Osten zumindest mit ein paar Schneeschauern. Wichtig ist die Struktur, die ist wieder da, wird dann ab und zu gebrochen und Ende Januar kommt sie zurück, wieder mit diesem kräftigen Hoch, wieder mit der Kälte aus Osten. Und jetzt schauen wir mal, wie weit das noch gegangen ist. Gar nicht mehr. 31. Januar. Da waren dann noch ein paar Läufe dabei, die waren aber nicht so stark ausgeprägt. Der Lauf 4 war jetzt nicht so. Wir fassen zusammen. Die Omega-Struktur, die wir in diesem Jahr immer mal wieder gehabt haben, soll sich auch in den nächsten Jahreszeiten fortsetzen. Das heißt, es gibt keinen Bruch in der Struktur der Wetterlagen und auch im September haben wir jetzt keinen Bruch dieser Struktur. Das bedeutet, wir müssen immer und immer wieder damit rechnen, dass wir Extreme haben werden, wo es auf einen Schlag richtig mild wird und ein paar Tage später
extrem kalt und oder umgekehrt. Und der Winter wird jetzt deshalb nicht extrem kalt durchgehend ausfallen, sondern der hat eine milde Phase, wo man sich denkt, ist ja fast frühlingshaft, und ein paar Tage später sinken die Temperaturen um 20 bis 30 Grad. Das wird eine spannende Zeit werden und vor allen Dingen auch ein spannender Winter mit extrem kalten Phasen, wo wir uns denken, bei der Kälte gehen wir sicherlich nicht raus.